Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3. Und Mann, wie blöd kann man sein? So. Abwarten.
wir sind nur auf der falschen Seite. Ah nein, hier. Schon, ich hätte sie verloren. Sie waren besorgt? Darauf können Sie wetten. Wenn Sie draufgehen, weil die Gäste meinen Heck ausschalten, ist mein Ruf zum Teufel. Sie waren ja wirklich besorgt. Los weiter. Der Antriebskern muss ganz in der Nähe sein. Das ist eindeutig Reaper Tech, aber was? Legion. Shepard Commander, helfen Sie uns. Legion? Shepard, warten Sie. Die Geth werden von dem Reaper-Signal kontrolliert. Stimmt, von diesem Ding. Das bedeutet, dass Legion zu den Reapern gehört. Vielleicht hat er sich ihnen freiwillig angeschlossen. Oder er wurde gehackt. Legion hat uns früher schon gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Gäste zu senden. Wenn Sie daraus sind, ist das Reaper-Signal also abgeschaltet. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlotsen. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja. Die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Hab's! Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Geralt, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch! Weniger Probleme haben. Da kommt eine Kampfdrohne.
Scheiße. Das war jetzt aber ein bisschen harter Kampf. Muss jetzt wirklich gerade mal eingestehen. Richtigen Weg jetzt? Ah. Shepard Commander, wir
die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da! So. Sie haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Ich verstehe nur, dass Sie Ihre Chance auf sicheren Rückzug vertan haben. Das Schlachtschiff war ein perfektes Ziel. Admiral, Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Schiff! Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre... Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle aufsuchen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen, aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert, aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehla, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer.
Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Edi, ich brauch das deutlicher. Ich versuch's. Hier die Colette. Barrieren sind weg. Unser Kommunikationssystem ist gestört. Hört uns jemand? Wir werden von Geth-Jägern angegriffen. Falls uns jemand hört, wir brauchen... Ran, die Konesh wird von Geth-Jägern angegriffen. Verdammt! Abfangjäger, unterstützen Sie die Konesh. Danke, Commander. Ohne die Signalverstärkung hätten wir das Schiff verloren. Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen. Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein mag, er ist immer noch ein Geth. Der gerade Ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. So, gucken wir uns mal hier. Da gibt's nichts Neues, ausnahmsweise mal. Bis jetzt zumindest. Dann sprechen wir mit Tali. Shepard. Commander. Wir reden später, Tali. Natürlich. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ohne die Flotte verlieren wir unsere Versorgungslinien. Und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Ich habe die Kampfdaten. Das ist erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Commander? Das Heilmittel von Melen Eplon. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinem Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, die ich nicht über die Ereignisse auf Tuchanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachrichten nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wiederzutreffen, um sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem Sie Dr. Solus überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg, als der Warlock-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Melen Heplon. Okay. Admirals schüchtern einen ganz schön ein. Und wenn du nervös wirst, kannst du sie dir nicht mal nackt vorstellen. Denn hey, vielleicht sind sie ja widerliche Tentakelmonster. Ja, genau. Schön, dass Tali zurück ist, wenn auch nicht für lang. Und jedes Mal, wenn sie Miss Was Norman, die zu ihr sagen, erwarte ich irgendwie, dass sie Stirnreif und Schärpe trägt. Aber was den Rest der Quarianer angeht, ist es okay, wenn die ein Schiff mit ihnen an Bord hochjagen? Nein, ist es nicht. Eben, wollte nur sicher gehen. Kulturelle Unterschiede und so. Und sie haben Legion gefunden. Trägt er immer noch ihr Panzerungsteil? Das wäre nämlich gruselig. Shepard, die Geth blockieren weiterhin den Zugang der Quarianer zum Massenportal. Mit dem Tarnsystem der Normandy können wir unentdeckt bleiben. Genau. Wir können zur Heimatwelt der Quarianer oder aber das System verlassen, wie sie wollen. Commander? Moment. Ich werde von Legion kontaktiert. Ihre neue Plattform ist nicht effektiv. Die Hydraulik ist enttäuschend und das ganze Konstrukt ist kopflastig. Es handelt sich um eine Infiltrationseinheit, um sich unerkannt unter organischen Wesen zu bewegen. Ohne künstliche Epidermis sind ihre Infiltrationsfähigkeiten nicht effektiv.
Immerhin betrachten mich die organischen Wesen nicht als Bedrohung. Und das wird sich auch bis zu meinem Tag der Abrechnung nicht ändern. Edie. Hat man das etwa auf der Brücke gehört? Hat man. Sie haben die organische Angewohnheit angenommen, Fragen zu stellen, auf die Sie die Antwort bereits kennen. Und Ihre Humorheuristik ist ganz eindeutig kein Expertensystem. Hallo, Shepard. So, weiter geht's. Hier an Bord. Der Normandy, wir, wie immer am Ende der meisten Missionen und Folgen, klappern wir jetzt gerade schnell das Schiff ab, dass wir alle Gespräche geführt haben. Und dann sind wir auch am Ende dieser Folge und ich glaube, das war auch die letzte Folge für die Woche. Wurde auch Zeit, dass Sie mal ein bisschen lockerer werden. Ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Es macht höchstens Sodbrennen. Im Ernst, könnten wir nicht wenigstens einen anständigen Tequila besorgen? Sie sind der Nachschubspezialist. Nur zu. So, Spectre-Ausrüstung. Ich könnte mir die Paladin leisten, aber das ist auch das Einzige. Ich will die Black Widow. Hey Shepard, ich habe gehört, Sie hatten da drüben ein Wahnsinnsabenteuer. Könnte man so sagen. Schade, dass ich's verpasst habe. Und dieser Geth, Legion? Ich weiß, Sie kennen sich, aber sind Sie sicher, dass wir diesem Ding Legion ist nicht wie die anderen Geth. Wir können ihm vertrauen. Wenn Sie's sagen? Man kann wohl nicht jedes Individuum nach seiner Spezies beurteilen. Sehen Sie sich Sparks an. Wenn alle Quarianer so wären wie Sie, müssten wir nicht bei Ihrem Krieg gegen die Geth Schiedsrichter spielen. Sparks? Ja, Ihre quarianische Freundin. Die Nervöse mit den funkelnden Augen. Sparks. Ach, die. Ein blöder Zeitpunkt, um Streit anzufangen. Aber wenn das Ende von allem, was wir kennen, heranrückt, darf wohl jeder ein bisschen loco sein. Nur ein bisschen? Ey, nicht jeder ist so verrückt wie Sie, Sir. Ich verstehe die Quarianer nicht. Wirklich, ich verstehe sie einfach nicht. Hören Sie dieses Summen? Oder bin das nur ich? Okay, jetzt wiederholen sich diese Sachen. Was hat denn Lieutenant Cortez für uns? Commander, sind Sie wirklich mit diesem Geth-Jäger aus dem Schlachtschiff rausgeflogen? Eigentlich saß Legion am Steuer. Ich war mit meiner Gruppe in einem Frachtraum eingepfercht. Ich hätte gern mehr Zeit auf dem Schiff verbracht. Wirklich schade, dass es so schnell zu Hack ins Team geschickt wurde. Ist alles okay, Shepard? Jo, jetzt schon. So. Diane Ellis. Im Maschinendeck. Anführer der Menschen setzen militärische Gewalt gegen eigenes Volk ein. Angeblich soll es unberechenbare Elemente daran hindern, die Reaper zu provozieren. Oder ist Indoktrination im Spiel? Der Widerstand sagt seine Meinung. Und das kann er nur bei Battlespace. Lässt Dr. Tassoni Sie in Ihr Zimmer? Ich darf nämlich nicht rein. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass Dr. Tassoni einfach der Shadow Broker ist. Das sind nochmal gute Nachrichten. Ich konnte es gar nicht glauben, als Shepard mir gesagt hat, dass Sie auf der Normandy sind. Ich scheine diese Wirkung auf alle Menschen zu haben. Und jetzt wohl auch auf Quarianer. Wie auch immer. Quarianer wissen, wie es ist, wenn man seine Heimat verliert. Soweit ich weiß, waren Sie daran selber schuld. Was meinen Sie damit? In meinem Zyklus brauchten Quarianer keine Helme zum Überleben. Sie waren die Herrscher ihres eigenen Planeten. Das ist sehr lange her. Und wenn sie nicht die Maschinen erschaffen hätten, könnten sie immer noch die Luft atmen, die von der Evolution für sie vorgesehen war. Ich verstehe. Liara hat mich schon gewarnt, dass sie nicht so sind, wie man erwarten würde. Und nichts in diesem Zyklus ist so, wie ich es erwartet hätte.
Sogar primitive Quarianer galten in meinem Zeitalter als attraktiv. Wirklich schade, dass das jetzt niemand mehr zu sehen bekommt. Außer vielleicht der Commander. Was? Woher wissen Sie? Sie heißen Geth. Ja, ein beachtlicher Gegner. Warum haben Sie einen davon aufs Schiff gelassen? Legion hat uns schon früher geholfen. Es ist trotzdem eine Maschine. Sie hatten wohl selbst schon Probleme mit KIs. Die Jatil. Sie waren so etwas wie die Geth in diesem Zyklus. Was ist passiert? Ihre Schöpfer lebten auf einer sterbenden Welt, die sie nicht mehr retten konnten. Also haben sie mit Implantaten ihre Intelligenz erhöht. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Die KI übernahm den Körper und änderte das genetische Material auf tiefster Ebene. Der Nachwuchs wurde zu einer Sklavenrasse gemacht, fast ohne organische Anteile. Es waren Monster. Alle Maschinen sind Verräter. Und die, die Sie an Bord gebracht haben, auch. Mag sein, aber er ist nicht wie andere, Geth. Das wissen Sie nicht. Sie sind fremdartiger als wir beide füreinander. Legion mag anders sein, aber man kann ihm doch trotzdem vertrauen. Irrtum. Werfen Sie es aus der Luftschleuse. Wie können Sie so sicher sein? Organische Wesen wissen nichts über ihre Entstehung. War es Zufall? Ein Wunder? Es ist ein Geheimnis. Aber synthetische Wesen wissen, dass wir sie erschaffen haben? Und dass wir fehlerhaft sind. Warum sagen Sie das? Sie sind unsterblich. Wir nicht. Sie sehen Zeit als Illusion, deren Grenzen uns einschränken. Und Maschinen kennen den Grund für ihre Erschaffung. Edi sieht das vermutlich anders. Aber ich weiß, was Sie meinen. Sie erfüllen einen Zweck, während wir unseren ziellos suchen. In Ihren Augen gibt es keinen Grund für die Existenz organischer Wesen. Trauen Sie ihnen nicht, Commander. Es muss irgendeinen Weg für eine Koexistenz geben. Wir haben sie gemacht. Und ihnen die Macht gegeben, sie zu überflügeln. In der Galaxie ist nur Platz für eine Form von Bewusstsein. Die Perfektion der Maschinen oder das Chaos organischer Wesen. Werfen Sie die Maschine aus der Luftschleuse, Commander. So. Ich habe eine einfache Regel. Wenn eine Maschine sprechen kann, sollte man sie töten. Die Maschine, die Sie Edi nennen. Was ist, wenn sie mit den Geth sympathisiert? Wir sollten sie unter strenger Beobachtung halten. Warum haben Sie die Maschine Legion nicht aus der Luftschleuse geworfen, Commander? Es ist noch nicht zu spät. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. So. Sind wir hier auch schon durch? Geht's noch aufs Crewdeck? Wenn das geht, Edi, würde ich es sehr begrüßen. Nach Erwähnungen Ihrer Rekruten zu suchen, ist keine komplizierte Sache, Major. Wollen Sie herausfinden, was mit Ihren Leuten passiert ist? Ja. Edi, suchen Sie galaxieweit. Wenn ich nur einen einzigen Trupp finde, führt der mich vielleicht zu den anderen. Viel Glück, Kaidan. Danke, Shepard. Ich informiere Sie über die Ergebnisse. Ich stelle jetzt die Suchparameter ein. Edi, Ende. Übrigens, Shepard, es ist gut, dass Tali wieder da ist. Sie ist eine Wucht. Aber sagen Sie ihr das bloß nicht. Womöglich ist es für Quarianer eine Beleidigung oder so. Aber die Geth? Ich hätte ein schönes Leben führen können, ohne je wieder einem von denen persönlich zu begegnen. Ich habe gerade einiges zu tun. Ja, ich sehe es. Auf der Couch sitzen, das Fenster rausgucken. Ich weiß, das fühlt mich auch jedes Mal total aus mit Arbeit. Das erinnert mich, als ich damals die Beamtenprüfung. Joker, wirklich. Ich muss arbeiten.
einfache Frage. Dann sehen Sie im Extranet nach. Man darf nicht alles glauben, was da drin steht. Ist das verlässlicher, wenn man eine freundliche Asari fragt? Ich sag Ihnen aber nicht, ob meine Haartentakel sich bewegen. Auch gut. Verweigern Sie mir die Antwort, nach der ich seit Jahren suche. Sie wissen schon, dass unser Leben in diesem Krieg jederzeit zu Ende sein kann? Okay. Hier will ich unbedingt wissen, was beide Möglichkeiten sind, deswegen was so. Ich muss arbeiten. Ach, kommen Sie, ist doch nur eine einfache Frage. Ihnen ist klar, dass er Sie damit nervt, bis Sie es ihm sagen. Es sind halbflexible Knorpelauswüchse in der Schädeldecke. Und von herumwedeln kann nicht die Rede sein. Ja, danke, Liara. Ich muss Vega erzählen, dass ich recht hatte. Naja, zumindest schließt er Freundschaften. Können wir später reden? Können wir später reden? Okay, Schmugglerunterlagen. Junkies-System oder Jungis-System. Schmugglerunterlagen, Jungis-System. Agent Marin hat Unterlagen von Schmugglern über die Frachter der Athabasca-Klasse an die Behörden im Jungis-System geschickt. Liste folgt: 8000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Dextroaminosäuren, 16.000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Levoaminosäuren, 200.000 Tonnen Platin, gestempelte Barren. 12 Allianzjäger inaktiv und im unteren Deck eingemottet, 12 Abfangjäger der Hierarchie inaktiv und im unteren Deck eingemottet, 3000 Zwangsarbeiter, Sklaven von Kashan, 300 Zwangsarbeiter, die beim Versuch, den Reapern zu entkommen, wieder eingefangen wurden, vornehmlich Batarianer. Die Behörden werden den Frachter in 2 Stunden aufbringen. Auf Ersuchen des Brokers hat sich die Regierung von Jungis bereit erklärt, den Sklaven Asyl zu gewähren und im Austausch für künftige Gefallen das Bürgerrecht zu geben. Nichts Neues, okay. Sind wir gleich schon durch? Ich weiß, wir überziehen jetzt dieser Folge nochmal, aber dann sind wir bei der nächsten Folge fertig und können quasi von Anfang an wieder losstarten. Dass Sie nicht schon früher hier waren, Tali. Sie haben Rex knapp verpasst. Shepard hat gerade einen Lauf. Wenn das anhält, haben wir eine Chance, das mit den Gästen zu klären. Ich weiß nicht. Die Genophage war nicht bewaffnet und schoss nicht zurück. Nein, aber das mit der Mutter aller Dreschlunde war schon ganz schön heftig. Der was? Lange Geschichte. Würde sowieso niemand glauben. Ihnen, Garrus, würde ich fast alles glauben. Ach ja. Ah, war noch nicht fertig. Wir wussten doch, dass die Geth eine Rolle in diesem Krieg spielen. Ripper alleine reichen ja nicht. Trotzdem schön, dass Tali da ist. Das alles hier ist auch ihr Kampf. Meldungen von Palavin? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Tigels hören. Es ist immer noch komisch, wenn mich jemand sowas fragt. Was haben Sie gesagt? Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Palavin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Hm. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt, das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch. Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Schön gesagt. Ob wir uns daran halten können? Das wird sich zeigen. Tali ist ein willkommenes Gesicht hier. Oder zumindest ein willkommenes Gesicht unter einem Helm. Wenn die Geth die Reaper immer noch für sowas wie Götter halten, muss dieser Krieg der Himmel für sie sein. Im Moment nicht. So.
Dann steht jetzt nur noch ein Gespräch mit Legion aus. Dann sind wir soweit auch schon fertig mit dieser Folge. Und, ja, wie gesagt, da können wir nächste Woche halt richtig nochmal reinstarten. Was ist denn Legion? Guck mal, Liara, Garrus, Dr. Chakwas, Kaidan. Ist er auch nicht. Gehen wir mal ganz kurz von unten an durch. James Lieutenant Cortez. Adams, Donnelly, Daniels, Ellis and Chavik. Danke, wenn's Crewdeck. Da waren wir gerade. Quatsch. Da können wir aufs KIZ gehen. So, Joker, also ist er in der Einsatzzentrale, warum habe ich ihn da eben nicht gesehen? Commander? Ach, da hinten steht er. Shepard, Commander. Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Sie sagen, Gethjäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Gethjäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Auf dem Schlachtschiff haben Sie Geth Heretics erwähnt. Was passierte mit ihnen, nachdem wir den Satelliten gesprengt hatten? Durch das Umschreiben der Heretics verbündeten sich mehr Geth mit den alten Maschinen. Dadurch entstanden auch mehr feindliche Geth-Plattformen. Sie meinen also, es war ein Fehler? Es hat uns einen taktischen Nachteil beschert. Dieses Resultat haben wir nicht vorhergesehen, aber eine einmal getroffene Entscheidung lässt sich eben nicht ändern. Bedauern Sie es, dass Sie die Heretics umgeschrieben haben? Die Quarianer haben zuerst angegriffen. Wenn wir das Reaper-Signal ausschalten, muss dieser Krieg vielleicht nicht mit völliger Vernichtung enden. Eine interessante Sichtweise. Die meisten Organischen würden nicht so lange an ihren Friedensidealen festhalten. Die Geth hatten schon gegen die Quarianer gekämpft. Was war jetzt anders? Die Geth bauten eine Megastruktur für alle Geth, zur Speicherung sämtlicher Erinnerungen. Dadurch sollte unsere Isolation voneinander beendet werden. Und die wurde von den Quarianern angegriffen? Ja, mehrere Programme waren bereits installiert, als die Schöpfer mit der Bombardierung begannen. Wir hatten nicht genug überzählige Hardware, um alle zu retten. Einige Programme konnten nicht wiederhergestellt werden. Okay. Sind die Geth deshalb so verzweifelt, dass sie für die Reaper arbeiten? Ja. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Leben, das auf der Erde verloren geht, ihre eigene Intelligenz schwindet. Der Angriff schmälerte die Zukunftsaussichten der Geth. Selbsterhaltung wurde zum obersten Gebot. Sie befürchteten, ausgelöscht zu werden. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen keine Angst, aber es ist nicht unser Wunsch, vernichtet zu werden. Sie würden wegen der Reaper Ihren freien Willen einbüßen. Offensichtlich ist das ein akzeptables Abkommen. Und nachdem Sie die Normandie verlassen hatten? Der Körper dieser Plattform ist zum Geth-Konsens hinter dem Perseus-Nebel zurückgekehrt. Unsere gesammelten Daten bestätigten die baldige Rückkehr der alten Maschinen. Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet. Die Geth haben also ihrem Beweis geglaubt, dass die Reaper zurückkommen? Natürlich. War sicher angenehm. Und damit war's das. Wir bleiben so lange hier. So.
das war Let's Play Mass Effect 3 für diese Woche. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann hier mit einem der unzähligen neuen Missionen weitergeht. Meine Aufgabe ist jetzt noch zu gucken, was das für Missionen sind und waren. Und dann würde ich ein bisschen sortieren und zu überlegen, mit was wir dann nächste Woche beginnen. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin.